Willkommen in Wien. Ich bin Iris und ich bin Ulla. Zusammen organisieren wir seit 2014 Open House Wien. Ich habe Open House in London kennengelernt, wo es diese Veranstaltung schon seit 25 Jahren gibt. Als ich dann nach Wien gezogen bin, habe ich mir gedacht, das müsste man hier doch auch machen. Wo ist denn die Ulla hin? Ulla! Hallo, ich bin hier. Ich bin hier beim Karl-Seitz-Hof. Der Karl-Seitz-Hof ist einer von 1200 Gemeindebauten in Wien. Der kommunale Wohnbau, für den Wien so berühmt ist, hat mit Bauten wie diesen hier in den 1920er Jahren begonnen. Mittlerweile wohnen 62% der Wienerinnen und Wiener in einem Gemeindebau oder in einer geförderten Wohnung. So viele Menschen wie in keiner anderen Stadt der Welt. Jedes Jahr wächst Wien um ungefähr 15.000 Menschen. Und für die muss natürlich Platz geschaffen werden. Daher gibt es aktuell zahlreiche innerstädtische Entwicklungsprojekte, oft ehemalige Bahnareale, die zurzeit im Bau sind. Da die Grundlage dafür Wettbewerbe sind, entstehen viele hochwertige Gebäude und spannende Architektur, die wir bei Open House Wien für die Allgemeinheit einmal im Jahr öffnen. Für diese umfangreichen Entwicklungen braucht es natürlich ein Konzept, den STEP 2025, ein Stadtentwicklungsplan, der 2014 von der Stadt Wien beschlossen wurde. Darüber hinaus gibt es viele unterschiedliche Fachkonzepte, wie zum Beispiel für Mobilität, Hochhäuser, Energieraumplanung und produktive Stadt. Ein gelungenes Beispiel für zeitgenössische Architektur in Wien ist der erste Campus, ein Bürogebäude für eine Bank. Der Entwurf stammt von den Architekten Dieter Henke und Martha Schreieck, die es geschafft haben, mit grünen Plateaus und freischwingenden Formen jedem Arbeitsplatz eine einzigartige Qualität zu geben. Aber die Stadt besteht nicht nur aus Gebäuden. Der Raum dazwischen ist genauso wichtig, denn hier findet das öffentliche Leben statt. Wien hat viele Plätze, aber die Hälfte der Stadt besteht aus Grün und Erholungsflächen. In diesem Sinne,